Ah! Beat it! Ah! Oh my god, what is that? Der hat sich von Bienen töten lassen. Und damit herzlich willkommen zu Lethal Company, ja, das neue Spiel auf Steam, was ja auch ein wenig gehypt wird, ein bisschen überschattet jetzt von Palworld. Ich weiß nicht, ob ich dazu auch nochmal komme, aber wir werden sehen. Aber ja, wir starten mal in dieses Spiel rein. Mit dabei haben wir heute Xenia. Xenia, sag hallo. Nö. Okay, dann halt nicht. Gut. Ja, hallo, keine Ahnung. Ja, wir starten gleich mal direkt rein, nachdem wir alle Einstellungen fertiggestellt haben. Loading. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe mir noch nichts dazu angeschaut. Welcome. Das ist auch nur so basic Sachen. Right click to scan objects in the ship. Kannst du jetzt eigentlich schon joinen? Welcome to your first day on the job. This is your very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. Make yourself at home. To complete the onboarding process, you will want to check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company. Du hast mir das jetzt per Steam geschickt. Ne? Ja, ich glaube. Gott, was geht hier ab? Ich muss erstmal ein bisschen leiser stellen hier. Confirm changes, yes. Wir haben hier ein Service-Menü. Ich kann da nichts drauf lesen. Die Grafik finde ich persönlich ist jetzt nicht meins. Oh Gott. Man muss in-game das Voice Activation ausmachen. Ich dachte nicht, dass ich da noch drin habe. Ich höre dich doppelt. Ah, zwei von der Sorte, schnell weg hier. Warum kann ich hier umblättern? Warum blätter ich um, wenn ich das... What the fuck? Warum kann ich hier nichts lesen? Turn page, Q und E. Hörst du mich immer noch? Doppelt? Nein. Okay. Inspect Z. Achso, das ist Y. Ah, okay. Bleib doch Man mal kann hier trotzdem nichts lesen. Ja, natürlich. The company's... Patented Echo Scanner, hereby referred to as the Scanner, is an essential tool for employees. Your crewmates may have their own best interest in mind. Tip: Use the scanner to find the location of the autopilot ship or other places. Danke dafür. Ich hab other place of interest, weil man sieht einfach gar nichts mehr. Signals can reach up to 50 meters. Ich sag dir das ganze Spiel über, ich sehe null. Ich sehe null, Alter. It is useful to keep a crewmate at home. Was passiert hier neben mir? At home to provide intel watch over the crew using the ship's advanced radar cams. And access search. Siehst du das jetzt gerade oder was? Ja, ich war zu sehr auf den Text fokussiert. Aber auch wenn ich. Also, du warst halt auch so teilweise blockiert davon und jetzt bin ich halt so ans untere Ende gekommen und. Dass du so spät darauf reagiert. Irgendwo sollten wir Informationen eingeben. Achso, hier ist Start Game. Hier ist das Keyboard-Dingen. Das Terminal. Kann ich hier einfach eingeben? Es ist so ein, also ich finde, es erinnert sehr an Phasmophobia irgendwie. Please enter. Okay, wait a minute. Ich muss hier nochmal rein. Please enter favorite animal. Red Panda. Please describe your role in a team dynamic. Scream. Run and. Okay, ich habe nicht so viele Zeilen. Was machst du? Chaos. Oh, welcome to the Fortune 9 OS courtesy of the company. Type help for a list of comments. E9. There was no action supplied with the word. Moon, store, bistry, storage, other. Weiß jetzt nicht, ob die Zeit hier drinne auch vergeht. In dem Raumschiff-Ding, also. Hä? Ja. Wahrscheinlich nicht, weil wir noch nicht auf Start Game geklickt haben. Gehe ich einfach mal von aus, was haben wir denn hier? Ja, gut. You're in deep access file secret. What? Nein, wir haben Secret gefunden. Kann ich das hier einfach eingeben? Secret. Ah, Secret Log Entries. To read a log, use keyword view before its name. View first log. Date, August 22, 1968. Hello, I'm writing this log to keep myself sane. Oh Gott, du liest jetzt auch noch das. I
couldn't find a way to do the most basic thing on this old janky butt computer, so I had Desmond add it in. The lock feature. Till now, I've just been adding my own notes to the bestiary whatever I know. My brother said I should keep a journal, so I'm doing what I can. I'm writing in a professional manner, as these locks could become a historical record, as they will probably be here for years, just as long as there isn't a clean wipe. That is what Desmond said. If you are reading it in the future, you are probably from another crew. The turnover rate here is enormous, maybe cause this job sucks and everyone turns over dead. Maybe I can give some help when I have some experience. And look, oh, our names are Sigurd, me, Richard, Desmond, Jazz. Siehst du, da kriegen wir nämlich Hilfe, wenn wir solche Sachen finden. Hoffentlich. Oh shit. Na gut, dann starten wir mal das Game, würde ich sagen. Wenn du weißt wie. Ja. Ich lege diesen Hebel hier um. Waiting for crew. Random seed. Okay. Warte, warte, bevor du rausgehst. Ja. Was denn? Ich glaube, die Zeit läuft jetzt. Ich habe das jetzt nicht Level B. Oh, ich habe keinen Plan, was bedeutet. Okay, wir haben 8 Uhr. Okay, die Zeit läuft anscheinend, sobald wir wirklich rausgehen. Laufen wir jetzt einfach random rum und suchen Sachen, oder? Nein, nein, wir müssen rein. Weißt du, wo ich bin? Nein! Fuck. Du bist mir nicht nachgelaufen. Warum soll ich dir auch nachlaufen? Ich guck mich um. Ich bin hier auf Schienen. Das ist schon mal richtig. Ja, bitte. New Creature Data sent to Terminal. Okay, ich habe irgendeine Creature entdeckt anscheinend. Was? Guck mal, die Sonne da oben oder was auch immer das ist. Einfach nur ein roter Fleck. Ich sehe keine Sonne, ich sehe nur Staub. Hey, komm her. Die das springt einfach über den Zaun. Das ist immer. So was macht man nicht, Dingern. Ja? Doch, in dem Game schon. Nein, das ist Trespassing, nennt man das. Oh Gott, okay. Rein. Wir haben hier einen roten Knopf, ich möchte ihn drücken. Immer schön Sachen scannen. Ein Geschenk! Du hast ein Geschenk schon? Open Gift! Gott. Was ist es? Ein Big Bolt. Oh Gott, du hättest das lieber noch nicht aufmachen sollen. Warum? Weil manche Gegenstände schwerer sind oder so. Und dann musst du halt zwei Arme zum Tragen verwenden oder irgendwie sowas. Nein, brauche ich nicht. Ich habe das einfach im Inventar. Hey, ein Schlüssel. Ich habe ein großes gefunden. Scheiße. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Wo war die Tür? Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Alter, ich hasse dich. Ich habe die Tür geöffnet. Orientierung. Oh Gott, hier sieht man gar nichts mehr. Es ist so dunkel. Okay, der Schlüssel war anscheinend ein bisschen gewastet, weil in dem Raum gibt es nichts. Also irgendwie ist hier nicht viel. Das Einzige, da ist eine Mine, da ist eine Mine. Oh, shit. Oh, was haben wir hier denn? Tattered Metal Sheet. Das nehmen wir mit. Oh, nee, ich finde den Ausgang nicht mehr. Ach, das muss man doch nicht. Ausgänge finden ist überbewertet. Oh ja, ich hab die Tür wieder gefunden. Wo bist du lang? Use the ship computer terminal to access secure doors. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab keine Ahnung, ich bin irgendwo. Also wenn du Schrott oder so findest, einfach zurück zum Eingang. Naja, was heißt einfach? Und die Sachen auf den Boden werfen, damit die nicht verloren gehen. Wenn einer von uns stirbt. Also direkt am... Ah, okay, ja, hier. Einfach auf den Boden schmeißen. Okay, wir wollen aber auch nicht mehr so lange da bleiben. Wir haben schon 3 Uhr nachmittags. Oh, dann sollten wir gehen. 3 Sachen reichen wohl. Okay, nimm du das große Ding. Hands up full. Bin ich langsamer? Ja, die Sachen, die ich gefunden habe, waren sehr schwer. Oh, shit. Aber du trägst auch das Riesending. Ja, aber das ist nicht so schwer. Das ist nur umständlich zu tragen. Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso? Du kannst auch Sachen haben, die schwerer sind, aber nicht so schwer zu tragen. Das kann man alles. Einfach alles reinschmeißen, zack, zack da rein. Ja, das ist einfach so. Das große Ding kann leider nicht einfach so reingeschmissen werden. Das ist total dumm. Guck mal, wie das rausguckt. Nein, das ist nochmal. Das ist Deko. Gut, heißt das, wir fahren jetzt weg? Ja. Starship.
denk mal, wir haben alles so. Müssen wir die Tür nicht zumachen oder so? Die geht, glaube ich, automatisch. Ich weiß es nicht, ich mach sie mal lieber zu. Keine Ahnung. Ich würde dem Spiel zutrauen, dass es nicht automatisch geht. So, wo wollen wir den jetzt hin? Wait for the ship to land. Performance Report. Ach, der lazy employee immer wieder, ey. Immer wieder diese Scheiße. Wow. Ab welchem Zeitpunkt sollte man seinen Anzug wechseln? Wenn der voll mit Blut ist, keine Ahnung. Hab ich jetzt was gekauft? Wo ist es hingeliefert worden? Hier in den Schrank? Das ist nur der Zettel. Vielleicht sehen wir sie ja, wenn das Licht aus ist. Nee. Aber hier ist was Rotes. Ich brauche aber eine Batterie. Ah, ich glaube, er ist auf dem Planeten oder so. Ich finde den Lichtschalter nicht mehr, es war ein Fehler, davon wegzugehen. Da ist er, okay. Das ist der Mars. Können wir hier schon rausspringen? Er ist Level B. Nein! Wir müssen weg. Hi! Simon! Eyeless Dog, der sieht doch gar nichts. Wir sind doch hier auf dem Schiff, das ist völlig. Das ist einer dieser Monster, verpissen wir uns. Nein, komm, wir müssen looten. Los jetzt. Nein, wir überleben keine 5 Minuten hier. Auf geht's. Oh mein Gott, der macht sich einfach... Oh. Der sieht doch gar nichts. Guck mal, Scheiße. Der ist absolut cute. Siehst du, guck mal da. Nein, jetzt ist wegen dir unsere Flashlight da gespawnt. Es ist eine wunderschöne Melodie. Ja, Ice Cream Truck, ja. Ja, Scheiße, der ist genau da. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Kommt der hier hoch? Lenk du ihn ab, ich schnapp's mir. Oh Gott, er kommt hier hoch. Warum ist das jetzt weggeflogen? Ist, glaube ich, auf dem Boden, ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh hier nein, ich bin tot. Hier ist nichts auf dem Boden, wo ist denn der Doc? Das Ding ist weggeflogen, ich konnte damit nichts machen. Es ist hinter mir. Ich war hinter dir! Das war eine dumme Idee von dir, hier hinzukommen. Hier ist aber, ich sehe keine Flash. Oh Gott, er ist neben mir! Kackegal, anderer Planet, los. Nein, wir müssen looten. Wir sind sofort tot. Hier ist doch nur ein Hund. Das ist nicht nur ein Hund. Oh mein Gott. Hund! Naja. Ich bin an der Leiter. Alles gut. Ich hab's geschafft. So. Ich flieg ohne dich. Hallo? Nein! Jetzt komm hier rüber. Ich bin gleich im Gebäude. So, ich bin drin. Gar keinen Sinn, Alter. Ich bin drin. Guck mal hier. Ein großer Bolt. 62 ist das wert. Digga, du wirst niemals lebendig wieder hier hinkommen. Ja, pass mal auf. Ich bin hier der Employee des Monats. Alles klar. Ja, siehst du kannst einfach das... Was ist das hier für ein Raum? Okay, creepy. Oh Gott. Backrooms very much. Versuch nicht zu sterben. Das kann ich nicht versprechen. Okay, du lenkst jetzt den Hund ab und ich komme nach Hause. Was ist er denn? Hast du den gesehen auf dem Rücken? Alles kein Problem, nee. Ich glaube, ich habe ihn weggelockt. Keine Ahnung, aber guck mal hier, Money. Soll weg hier, los. Außerdem, du machst hier die Tür zu. Weißt du, was passiert im Weltraum, wenn die Tür noch offen steht? Sind wir im Weltraum? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sehe nur Dreck. Wieso war ich am meisten paranoid? What the fuck, ich bin einfach reingerannt. Die sind random. Das sind, glaube ich, Bienen oder so, I don't know. Ah, Bienen! Ah! Geht mal. Mein Gott, hab ich doch gesagt. Ich meine, es gibt auch... Hintereingänge oder so manchmal. Aber I don't know if that's on every map. Ah, ich habe den Hintereingang gefunden. Ich habe ein Geschenk gefunden. Schon wieder? Was ist denn mit dir und deinen Geschenken? Also ja. Geschenke mache ich noch nicht auf, ne? Nee. Mach erst im Raumschiff dann. So, Schlüssel. Ich weiß auch nicht, wie viele man jeweils finden kann. Das hört sich hier gar nicht gut an. Ich habe Knuspern gehört. Knuspern? Als würde jemand Knochen durchbeißen. Oh Gott!
rennst du da mit dem dicken Ding durch die Gegend, ey? Warum hast du das noch nicht gemacht? Hab ich nicht gesehen. Wo sind die Bees. Können wir die mitnehmen? Hier ist die leider. Da fragst du mich was. Aber da müsste einer von uns wahrscheinlich die Viecher ablenken, wa? Krieg ich hin. Hier ist ein zweites Nest. So, dann gucken wir jetzt mal. Kriegen wir hin hier. Das, wir werden jetzt so dumm unser Leben aufs Spiel setzen. Es sind nur Bienen. Ich leuchte sie an, dann können sie überhaupt nichts. Bist du bereit? Ah! Okay, oh Gott, okay, sie okay. Sind angepisst! Nein, das wollt ihr von mir? Ich hab's nicht getan! Es ist nicht meine Schuld! Geh weg! Türschild zu! Ah. Hallo? Lass mich rein! Ich hab den Honig! Du Drecksack! Ich glaub, die attackieren jetzt random, weil die kein Nest mehr haben. Sind das Elektrobienen? Was ist los? Ja. Fuck. Bist du bereit? Ah! Beam! Nimm dies! Ja. Okay. Lauf! Oh Gott! Da sind die anderen! Oh nein! Ich kann auch nicht die Leiter hoch! Ah, oh, das tut weh! Stell die Tür zu. Oh, die hören sich an, als wenn ich hier drinne. Ja, sie sind direkt draußen. Schnell weg hier. Ich glaube, wir haben genug Money, Alter. Look at this. Welcome to the ExoMoons Catalog. To route the autopilot to a moon, use the word route. To learn about any moon, use the word info. The company building. Route the company building. You want to route the autopilot to the company building? Yes, confirm. Please enjoy your flight. Ja, wir sind hier. Jetzt müssen wir das Schiff landen. Okay, dann machen wir mal hier das Inventar voll. Was ist mit diesem Schneebesen? Verkaufen wir den? Der was? Der Schneebesen. Natürlich, das ist Schrott. Wer weiß, vielleicht willst du ja irgendwie Sahne schlagen oder sonst was. Nur die, die Taschenlampen behalten. Ich will den Kastenbier verkaufen. Alles oder sollen klar. Wir den später zum Feiern nutzen? Ey, ich glaube, wenn wir überleben, können wir feiern. I don't know. Ja, aber dann brauchen wir das Bier. Nee, da kaufen wir einfach Schrott, den wir bei uns... Hast du das Ding schon geläutet? Nein. Warum ist der dann schon rausgekommen? Vielleicht, weil es voll war. Oh, shit. Ich glaube, weil wir das Quota-Ding schon erreicht haben. Naja. Ja, das haben wir schon lange erreicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist die Ablage einfach irgendwann voll. Ja, gut. Der Beehive, guck mal, der ist voll profitable. Hast du gesehen, wie Alter. Viel der wert ist? Jo, jetzt holen wir den immer, ne? Aber am Ende am besten. Das, was ich interessant finde, wenn wir die Tür zumachen, geht die Door Hydraulics runter. Das heißt, die geht irgendwann von alleine wieder auf. Da ist eine Luke. Jeder mal zuerst rein. Hallo? Ich schick dich vor. Was ist das? Get Lock. Found Journal Entry. Sound behind the wall. Hä? Okay. Das ist alles? Alter, wie weit geht's denn hier raus? Unendlich gefühlt. Vielleicht kommt am Ende etwas. Ich laufe jetzt ganz bis zum Ende. So, hier ist Ende. Wo ist das Ende erreicht? Hier geht's sehr tief nach unten. Da springe ich jetzt mal nicht runter. Ist hier denn irgendwas? Sieht nicht danach aus. Pro Flashlight. Die ist gerade reduziert. Die Pro Flashlight ist gerade um 50% reduziert. Was? Da gibt's Rabatte? Ja, die ist sogar günstiger als die normale Flashlight jetzt. Können wir die andere jetzt verkaufen? Nein. Wie nein? Ja, wenn man stirbt und so, weiß ich nicht. Ja, okay, von mir aus, I don't know. So. Wir sterben nicht. Wir sterben nicht. Wir sind ziemlich risikobedürftig hier. Also, du zumindest. Wie du einfach dem Hund entgegengelaufen bist und so ein Scheiß. War doch richtig profitabel. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
So riskant war das, riskant! Profitabel, wenn du gestorben wärst, dann hätten wir, glaube ich... You are three professionals. Schulden gehabt oder so, I don't know. Danke dafür, wir haben nichts zurückbekommen. Nix? Oh. Ja, hätten wir es auch behalten können, ja toll. Ja, ja gut, weißt, wissen wir für nächstes Mal. Quota reached, ja natürlich. Oh. Jetzt müssen wir auf 239 kommen. Oh, scheiße. Vielleicht hätten wir Sachen noch behalten sollen. I don't know. Ist wahrscheinlich sinnig, ja. Sind wir schon bei einem anderen Planeten? Wir sind gerade, nein, wir sind nicht bei einem anderen Planeten. Ja eben, okay. Wir haben nur abgehoben. Moons, wo sollen wir denn dann hin? Such erstmal was Leichtes, oder also was Einfaches. Wo? Nix mit einem Hund. The cost to route to things is zero. Ja, das ist doch perfekt. Confirm. Nice. Land life. Oh Gott. Auf Terrain. Gott. Wo müssen wir denn hier hin? Ich glaube, man läuft immer in... Ein Riesenkürbis! Können wir den nicht verkaufen? Ich glaube, den kann man nicht nehmen, oder? Also hier geht's auf jeden Fall runter, da würde ich nicht weiterlaufen. Da sind Bienen. Ich glaube, nee, das sind keine. Nee, sah aber so aus. Naja. Was haben wir hier? Hier, das sieht nach Rücken aus. Hier sind noch Rücken mehr aus. Kürbisse. Noch mehr Kürbien. Ab ins Loch. Ich gehe mal links lang. Hast du jetzt den Schlüssel benutzt? Noch nicht. Klang so. Ich weiß halt nicht, wie ich den verwenden muss. Was haben wir hier? Bottles. Oh, hier muss man crouchen. Oh, hier sind zwei schwere Dinger. Was war das? Kann ich das wieder zurückpacken? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das hat nichts angestellt. Du hast gesehen, was es angestellt hat. Okay, no to self, nicht einfach alle Sachen entfernen. Was ist das? Oh, hier ist... Was ist das? Security Door. Was war das? Was denn? Ich hab gerade irgend so ein Käfergeräusch gehört. Irgend so ein schleimiges Geräusch. Ja, das passiert manchmal. Also ich glaube, man kann Parcours machen, aber ich will es nicht riskieren. Ist das Death da unten? Ich glaube, ja. Ich glaube, du kannst auf die Stange und dann dahin, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich sollte meine Taschen. Parkour! Haha, okay, das ist nicht schwer. Hier ist Bier. Ich glaube, ansonsten ist hier aber nichts. Hier ist ein großer Bierkanister. Komme ich damit denn da wieder zurück? Ich glaube. Oh, oh shit. Man kann halt keine Leiter oder so hoch damit, aber springen. Dann schnapp du dir das andere große Ding und dann sind wir hier gleich. Aber warte, ich mach meine Lampe erst an. Ah, hier ist locked. Warte mal, von wo sind wir denn gekommen? Hier geht's doch gar nicht weiter. Ich hab da noch einen Schlüssel. Ja, aber von wo sind wir gekommen, war die Frage. Keine Ahnung. Oder hat uns einer eingeschlossen? Nee. Fire Exit. Oh, lass da raus. Ja, dann sind wir, glaube ich, hier durch. Ja, wir müssen nur schnell die Sachen wegbringen, weil ansonsten hebt unser Schiff ab. Was? Hast du nicht in dem Tutorial aufgepasst? Wenn wir um Mitternacht nicht auf dem Schiff sind, fliegt das von alleine weg. Oh shit. Was passiert hier? Was ist hier? Was geht hier? Was ist denn? Geht hier ab? Oh my god, what is that? Schnell weg hier. What the fuck ist das? Wir haben Bigfoot gefunden. Hast du das gesehen? Ja, es ist an mir vorbeigelaufen. Also meine Leiche kann... Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt, zurückzulaufen. Ach, du bist tot! Ich bin tot, Digga! Oh Gott, nein, lauf zurück, ich weiß! Wir können doch nicht nur mit einem Kasten Bier abhauen. Ja, ich weiß... Ich komme da aber nicht dran vorbei. Weiß ich nicht, ob du das noch in der Zeit schaffst, ehrlich gesagt. Ja, nicht... Ja, eben. Das sind zwei!
Weil. Oh mein Gott, geh ein. Wir fliegen einfach weiter. Los, los. Dachte, wir wären noch bei einem einfachen Ding. Was ist das? What the fuck, wie sehen die aus? Was ist denn das? Oh shit! Oh shit! Schnell weg hier! Oh mein Gott, der backt hier richtig hier rein. Oh mein Gott. Tschüss. Bye. Stell dir vor, der ist doch drauf gesprungen und jetzt. Genau, der steht jetzt auf dem Schiff. Jetzt haben wir noch einen. Die siehst. The laziest employees. ich brauche noch mal eine Taschenlampe und am besten holen wir uns echt die Schaufel. Ich weiß nicht, ob das was gegen die Viecher gebracht hätte. Ja, gegen die nicht, aber... Komm mir nicht zu nahe, ich habe eine Schaufel. Ja, aber warum kriegen wir keine richtigen Waffen? So Maschinengun und so, weißt du? Das ist so teuer. Menschenleben sind nicht so viel wert. Wo ist es? Ich glaube, da war ein Hund. Boah, laber kein Scheiß. Ich habe irgendwas gesehen, da hat sich auf jeden Fall irgendwas bewegt. Ich lenke sie, ich renne einfach durch und du holst das Bienennest, bringst es schon mal zurück zum Schiff. Ja, bring doch rein. Aua, hol sie. Die sind hinter mir, die sind hinter mir. Toll. Okay, ich bin tot. Alter. Der hat sich von Bienen töten lassen. Was habe ich davon, dass ich dich gerettet habe, Alter? So, Alter, der hat sich von Bienen töten lassen. 2 Sekunden später stirbt von Bienen. Ich schwöre, ich darf einfach nicht reden, ne? Es passiert immer Scheiße, wenn ich am Labern bin. Och.